Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Ultimate. Es geht weiter. Wir wollen die Quarry aufstellen. Dazu gehen wir an den Platz, wo wir hier entdeckt haben, hier in die Richtung. Glaube, das ist gar nicht mal so weit entfernt von unserem alten Platz. Na, vielleicht ein bisschen. Aber das passt schon. So, und wenn wir die Quarry nämlich stehen haben, hätte ich nämlich gern was. Oh, was ist das? Ach, das ist der Tempel. Stimmt, da ist ein Tempel. Oh, in der Wüste? Der Wüste ist natürlich auch saugut. Da muss ich nämlich nicht so viel aus dem Weg rausräumen. Hier ist eine. Direkt hinten dran ist eine Wüste. Aber bin ich blöd? Wisst ihr, wie weit ich jedes Mal gerannt bin wegen Kakteen? Oh, so ein Scheiß. Okay, das scheint auch direkt hier zu sein. Das ist sehr gut. Dann würde ich doch einfach behaupten, wir bauen die Quarry hier hin. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Landmarks. Dann machen wir eine. Oh, da brauche ich kurz mal Sand. Dass ich das schön auf eine Höhe kriege. So, und wenn wir schon dabei sind, nehme ich auch gleich den Kaktus hier mit. Den hier. So. Okay, wir machen das am besten auf die Höhe. So. Auf die Höhe 72 ist ganz gut. Ja, jetzt wo ich keine Schaufel mehr habe, ist Höhe 72 optimal. Mal. Für 72, dann muss ich hier noch mal hoch. Bis hierhin. So. Das ist, denke ich, mir auch ganz okay. So, und dann in die Richtung auch nochmal. Ich würde sagen, machen wir dann gerade bis vor zu dem Hügel hier. Und Chunkloader hätten wir noch mitnehmen können. Guck mal, das ist doch fast wie gewollt. Ja. So, auf Höhe 72. Okay, das passt. Das passt schon mal. Was ist das? Geh weg, blödes Vieh. Doch da. So. Das ist auch sehr schön. Passt dann auch. Dann gucke ich noch vorne, ob das hier alles passt. Sollte aber schon eigentlich. Sollte, müsste, dürfte. Naja, quetschen gehe. Wird schon schief gehen. Wisst ihr was? Dann stelle ich die gerade hier hin. Oder? Stelle ich sie da vorne. Nö, ich. Ach komm, ich stelle sie da vorne hin. Ich habe genug Sand dabei. Zum Auffüllen. Ob ich es jetzt auffülle? Auffüllen geht schneller als abbauen, denke ich mir. Keine Ahnung. Werde ich dann merken. So. So, dann kann ich hier die Quarry hin. Das war nicht die Quarry. Das war das Falsche. Das ist die Quarry. Wunderbar. 21 Chunks. Grüß Quatsch, kann nicht sein. Will keep 21 Chunks. Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch. So, da brauchen wir noch die Engines. Die machen wir auch noch da dran. 1, 2, 3.
Dann habe ich keine Lever mitgenommen, sehe ich gerade. So, das war falsch. Gut, aber das macht eigentlich nicht so viel. Wir haben ja noch das Portal. Das können wir ja dann auch noch nutzen. So, einmal, zweimal, dreimal. Wir müssen eh nochmal zurück. Wir brauchen ja auch noch den Endertank. Den haben wir ja nicht dabei. Daher ist das schon okay so. Was? Okay, das hatte man. Ja, an und für sich können wir den Generator ja einfach hier draufstellen. Hier so. Punkt. Fertig. Dann Transportpipe hier oben drauf. Dann da die Endertruhe. Kabel passen schon alle. Ich hole mir mal die ganzen Fackeln. Und dann eigentlich bloß noch die Lava anschmeißen und los geht's, ne? Und dann Party hart. So, ich muss in die Richtung. Oh, das ist schon ein gutes Stückchen, was die hier. Aber es hat gleich freie Fläche. Also sie kann direkt loslegen mit abbauen. Das ist ja auch ganz praktisch. So, dann können wir hier mal ganz kurz die hier nehmen. Und wir brauchen die gelbe. So. Zack. So, dann brauchen wir Redstone. Redstone Touch. Haben wir nur eine, okay. Die nehmen wir mal mit. Und dann brauchen wir Stickies. Da haben wir uns ja ein paar gemacht. Dann nehmen wir noch eine mit. Zwei reichen. Dann brauchen wir den Endertank. Da wird nichts mehr rausgezuckelt. Aber es kommt auch nichts mehr momentan an. Deswegen ist der jetzt so leer. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz in die Hölle spurten. Und in der Hölle können wir dann Generatoren anwerfen und dann wird der Endertank wieder voll und dann funktioniert da wieder alles und dann ist alles supi. Alles tutti frutti. Ich frage mich, wenn ich jetzt noch einen Endertank machen würde, ob das dann gleichzeitig einmal in den großen und einmal in den kleinen geschickt werden würde. Hier sind wiederum Monster, das check ich nicht. Das soll mal irgendeiner verstehen. Yay. Au. Geh weg. Warte mal, bis der weg ist. Weil ich habe keinen Bock, dass der da irgendwas kaputt macht. Aber ich glaube, das kann er eh nicht. Fällt mir gerade ein. Du Fotze! Au! Hey, was soll das? Sei liebevoll. So, okay. Der läuft. Die Engines laufen auch alle beide. Okay, wir können außer. Nerv mich nicht. Immer nicht auf den Sack. Der Lavabehälter wird sich dann hoffentlich auch gleich füllen. Also das dauert noch sehr, sehr lange, bis der mal leer ist. Also bis hier in der Hölle mal wirklich leer ist. Das hat noch sehr viel Zeit. Oh, wir können hier das Portal. Dann sind wir gleich da. Ich glaube, das lasse ich auch mal hier. Das wird eh nicht abgetragen.
So, und dann kann man nämlich hier einmal den hier machen. Denn jetzt? Oh. Okay, lass noch mal kurz gucken. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Sieht doch irgendwas kaputt gegangen wegen dem Gast? Ich hoffe es nicht. Weil leer ist das auf jeden Fall nicht. Da ist noch genug Lava für die nächsten Monate. Mal kurz gucken. Chunkloader ist aktiv. Hier geht auch alles. Abgepumpt wird's. Ich mach noch mal den Tank vielleicht. Ja. So. So. Warte mal, ich baue noch mal den Tank kurz ab. So, und setz den noch mal hin. Ah. Okay, das könnte ein Grund sein, warum da nichts mehr kommt. Wenn ich jetzt hingehe und mache das hier. Bringt das was? Oder muss ich damit jetzt doch eins nach vorne? Ah doch, jetzt wird wieder gezuckelt. Sieht man das auch, von wo der zuckelt gerade? So, ich guck mal. Hier sehe ich nichts. Sie sehen sie nichts, ne? So nach dem Motto. Kann natürlich auch von da hinten sein. Ich weiß es nicht. So, aber man sieht schon auf der Karte. Es ist kein kleines Gebiet, was der absaugt. So, gehen wir wieder zurück. Och, nerv mich nicht. So, gehen wir zurück. Jetzt sind auf beiden Seiten. Warum auch nicht? So, da hier rein. Jetzt müsste es allerdings auch funktionieren. Jetzt wollte ich eigentlich in der Folge nur ganz kurz die Query aufstellen und dann direkt mit dem neuen Projekt weitermachen, was ich vorhab. Jetzt dauert die Query so lange. Okay, die baut sich auf, das ist sehr schön zu sehen. Wir brauchen hier noch einen Chunkloader, fällt mir gerade auf, oder ein. Das wollten wir auch noch hier hinsetzen. So, Chunkloader haben wir noch einen. Sehr schön. So. Den setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Machen mal 48. Das dürfte reichen. Dann kann die hier abbauen. Kann sie fröhlich abbauen, wie sie will. Hier wird ordentlich Energie erzeugt. Was schon fast unnötig ist, aber egal. Ah ja, guck mal, das geht hier so in den Ecken. Das kann noch ein bisschen dauern. Wir lassen sie mal noch ein bisschen werkeln.
So, was hatte ich vor? Ich wollte so ein bisschen. Die hier wollte ich machen. So, und zwar wollte ich davon. Oh, brauche ich ein paar mehr. Strings. Habe ich davon Strings? Eins. Okay, das ist sehr schlecht. Hätte ich mehr gebraucht. Und die hier will ich nicht machen. Weil ich brauche nämlich bloß zwei. Eigentlich vier Stück. Mehr brauche ich gar nicht. Weil ich will mal langsam anfangen, mir Farmen zu bauen. Dann machen wir was anderes. Dann nehmen wir einen Leder. Oh, da haben wir ja 64, ne? Schucker. Da haben wir wenig. Okay, da muss ich mir unbedingt. Mach mal. So. 6 Stück. Paar Bücher, das ist ja gar nichts, ne? Gut. Stück, das ist nix. Shelf haben wir nicht, natürlich nicht. Aber dann haben wir wieder zwei Stück mehr für unseren Verzauberungsraum. Das soll ja voll hübsch werden. Ich will ja den auch richtig schön dekorieren. So, dann haben wir hier 2, ist nicht viel. Spitzhacke kann ich nicht nochmal. Portalgun? Schwert. Ja, aber. Nee, das lohnt sich nicht. Da brauchen wir auch wieder eine Monsterfalle, ne? Eine Monsterfarm, so eine richtig schöne große am besten. Ach, ich weiß, was ich machen könnte. Den gibt's nicht. Akku. Doch, da ist er. Okay, was brauche ich da? Ich brauche ein Servo, ich brauche Machine Frame. Machine Frame habe ich nicht. Okay, dann brauche ich erstmal den Machine Frame. Der ist easy. Da brauchen wir das hier. Das hier nicht. Dann brauchen wir Gold. Oh, da haben wir ja auch genug. Wir brauchen Eisen. Ist falsch, ne? Genau, so rum. Ein Machine Frame. Bauen wir mal uns gleich zwei. Lieber habe ich einen mehr, ne? Wir haben ja die Materialien im Überfluss, da kann man die auch so machen. So. Dann brauchen wir ein Servo, da brauchen, das heißt Eisen, dann Glas, hallo, Glas, Stone. Haben wir auch, machen wir auch gleich zweimal. So, dann brauchen wir noch ein Bucket, Tin und Glas. Das ist ja. Bucket. Oh, da ist was drin. Da brauchen wir einen leeren. Tin. So. Okay, nee, der muss leer sein, scheinbar. Dann machen wir den hier so da rein. Dann hier. Und dann haben wir den hier. Sehr schön, könnte man es gerade noch einer machen. Guck ich mal ganz kurz Sand. Barry ist schon schön dabei, Sand abzufarmen. Sehr schön, was ist das? Sentia Aqua. Sieht sehr schön aus. Okay, sieht cool aus. Aber wie kriegt man's, ne? Das ist die Frage. Okay. Den haben wir. Jetzt wird sich jeder wundern. Hä? Warum? Was soll der Quatsch? Kommt gleich. Jetzt
Jetzt muss ich allerdings mal überlegen, das geht so genau richtig. So, dann brauche ich hier nochmal Iron Tank. Haben wir nicht mehr so viel. Wir brauchen 1, 2, 3, 9 Stück für den Boden. Okay, wir brauchen noch ein bisschen was. Jetzt mal mit 1. Also wir brauchen 9 Stück für den Boden. Dann brauchen wir 4 Stück für die Seiten. So. Stück für die Seiten. Dann brauchen wir jetzt 2, 3, 8 Stück für oben. So, und dann Glas. Jetzt, ach, diese scheiß Fliegen, ne? Glas, das war doch so, gell? Wie war's? Tank. Ah, die Richtung war gut. Es waren Glasscheiben. Dann war das Zeug so. Habe ich eben richtig gesehen, ja. Nee, so rum. Gott sei Dank, das verbraucht nämlich nicht so viel. So. Und da nehmen wir auch mal so den Rest. Bisschen Glas. Hallo? Gut, und wir machen noch ein paar von den Platten. So. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir gucken noch mal nach der Quarry. Ist schon schön mittendrin. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge und was das hier wird, das seht ihr dann. Bis dahin, tschüss.